So, Leute, da sind wir wieder. Wir haben die Roboter jetzt außer Betrieb genommen. Ich wurde aber mit dem Tipp versehen, ich soll vielleicht noch mal im Kellerterminal schauen. Da liegt nämlich etwas, ihr seht's, Mega-Hack. Ja. Du hast eine Ausgabe von Mega-App gefunden, enthält den Source-Code zum Hacken von Protectrons. Seht ihr? Lass dir Zeit. War Leute wie du gut. sind kein Feind. Dass wir nochmal geschaut haben, bin ich sehr zufrieden. Allein dafür hat sich der Besuch hier gelohnt. Und wir gehen mal wieder ans Tageslicht. Eine kleine Weile später auf Deutsch werden wir dann wieder draußen sein. Und ich weiß gar nicht, ich habe mal eigentlich wieder Lust, ein bisschen zu bauen. Also gucken wir mal. Ob man nicht vielleicht ein kleines Let's Build mal wieder bei Gelegenheit machen. Hätte ich eigentlich schon mal Bock zu. Aber es gibt noch so viel zu entdecken und so viel, was mich eigentlich reizt, hier zu sehen. Da habe ich eigentlich nicht so direkt die Lust aufs Let's Build. Also gucken wir uns lieber hier nochmal ein bisschen um. Einfach weil ich nichts verpassen will. Mal gucken, ob jetzt Watts Elektronik zumindest als abgeschlossen dasteht. Ich will zumindest, wenn wir irgendwo waren, auch das abgeschlossen dastehen haben. Sonst. Wir gucken mal. Abgeschlossen. Sehr schön. Okay, das AA DTSL Regionalbüro. Wir schauen mal, was uns das für eine Aufgabe. Bringt. Ich weiß es gleich gar nicht. Ich mache mal die ganzen Nebenquests an. Oh. Nein. Haben wir es jetzt schon auf der Karte? Nein, haben wir nicht. Also müsste es ja ein anderer Quest sein. Einer noch bei den sonstigen, oder? Nein. Ihr seht, ich kämpfe etwas mit der Menüführung der Quest. Dass der mich immer raushaut, ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ach. Ja. Meine Lernkurve ist aber auch etwas gering. So, nee, hier ist einfach keine Ahnung. Jetzt habe ich die ganzen blöden Quests hier angewählt. Bringt mir aber im Endeffekt gar nichts. Ich gehe jetzt aber einfach mal dorthin. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Wichtiges für uns. Bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Aber die ganzen Quests wähle ich ab. Wir sind einfach bloß on the road. Ja. Ist ja jetzt auch egal. Wir gehen auf jeden Fall dahin. Machen uns mal etwas Licht. Wenn was kommt, müssen wir halt damit leben. Okay, da ist der Highway eingebrochen. Und da haben wir ein Ghoulchen. Dann mache ich das Licht natürlich wieder aus. Und wir probieren den Ghoul zu perforieren. Was auch ausgezeichnet funktioniert. Ein Ghoul weniger. Das ist doch schon mal schön. Also ich höre gerade ein monotones Brummen. Knattern. Da ist ein Vertibird. Wir sind hier nicht allein. Der da. Irgendetwas oben attackiert. Okay. Hoffentlich hast du dein Testament gemacht. Hast du was gesehen, Piper? Denn ich nicht. Ja. Komm ich hier hoch? Nein.
Okay, krass. Krass, was geht denn da ab? Wow. Wow. Ich glaube, die sind weg. Alter. Was geht denn hier ab? Guck mal so. Ah, die haben die abgeschossen quasi. Okay, wir unterstützen mal die Ritter der Bruderschaft, einfach weil Supermutanten keine annehmbare Alternative sind. Solange die jetzt nicht noch auch auf mich schießen, ist ja alles gut. So. Okay. Wo ist er denn? Da oben steht noch einer. Oh Gott, ein Supermutanten-Biest. Das ist, ich glaube nicht, dass der auf meinem Stärke-Level kämpft. Aber wir können es ja probieren. Oh, ja, gut. Ich möchte bitte... Ihr wisst, wie schlecht ich schieße. Und an dieser Stelle... Ja, muss ich einfach sagen, lebt damit. Okay, jetzt geht das Supermutantenbiest natürlich auch noch. Ich weiß nicht, ich wollte eigentlich bloß hier hin, glaube ich. Okay, was ist denn jetzt schon wieder in die Luft geflogen? Da hinten wieder irgendwas. Alter, hier geht's ab. Das ist ja unfassbar. Ja, ja. Ich nehme wieder meine Pistole. Das ist mir sicherer. Piper? Ich glaube, Piper ist so ultra paranoid. Das ist total witzig eigentlich. Ah, okay. Da ist noch ein Supermutant. Und da oben explodieren auch noch Sachen. Okay, also schauen wir mal, ob wir hier was machen können. Also hier scheint gerade ein Angriff der Bruderschaft irgendwie stattzufinden, weil irgendwie werden wir hier konsequent ignoriert. Was ich, wie ich ehrlich sagen muss, relativ gut finde. Was war das jetzt schon wieder? Alter, hier geht's ab. Ich bin... Da ist wieder so ein komisches Biest. Na mal schauen, ob uns das was bringt, dass wir hier die Paladine unterstützen. Das ist ja im Endeffekt kein richtiger Quest. Es ist ja quasi eine Streber-Zusatzaufgabe. Okay, ich wechsle mal. Und schau mal, ob wir hier was machen können. Ja, können wir. So. Verdammt. 33 XP. Ritter der Bruderschaft. Ritter der Bruderschaft, also es ist schon. Ja, ich bin gerade etwas von der Situation überfordert. Ich mache mir erstmal ein bisschen Licht. Wah!
Schön. Deine Zeit ist abgelaufen, Schlampe. Was? Geht's noch? Die arme Piper hier so runter zu machen? Ich bilde mir wohl schon Dinge ein. Ich werde gerade erst warm. Ja, ja, komm halt mal. Heulen hier rum. Die Monsignor Plaza. Schauen wir mal, was wir hier so finden können. Okay, da geht's nicht rein. Da explodieren schon wieder Sachen. Also hier ist echt ganz schön Bewegung in dem Stadtviertel. Ich werde mich jetzt erstmal bloß dem, wie sage ich es jetzt, dem Kundschaften hier widmen. Ich sehe schon, das wird mich sonst überfordern. Aber es wird dann halt später sich auszahlen. Eine Ekel-Maulwurfsratte. Die entsorgen wir am besten gleich mal. Oh, eine Selbstmord-Maulwurfsratte. Das ist ja gemein. Also diese Selbstmordaktion, die finde ich ja total unsportlich. Ganz ehrlich, in egal welcher Variante. Und ich weiß nicht, was sie dieser Maulwurfsratte versprochen hatten, aber ich glaube nicht, dass sie ihren gerechten Lohn dafür bekommen wird. Nein, hier ist nichts. Ja, ganz ruhig. Okay, Green Tech Genetics. Okay, wie gesagt, wir gehen erstmal jetzt ein bisschen hier durch die Kante. Und kundschaften erstmal die Welt aus. Und ich würde sagen, das war's für dieses Mal. Und beim nächsten Mal machen wir dann ein kleines Let's Build. Ich sag erstmal, bis denn dann.